Godzilla vereint quasi die pinke Farbe von Barbie und die Atombombe in einer Figur. Das ist hervorragend. Also quasi die beiden wahrscheinlich erfolgreichsten Filme finanziell des Jahres, oder? Stimmt, das heißt, Godzilla Cross Kong müsste jetzt 2 Milliarden einspielen eigentlich. Macht er wahrscheinlich auch. Macht er wahrscheinlich auch. Wenn er das nicht einspielt, ist er nicht erfolgreich. Dann muss das Monsterverse direkt eingestampft werden. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, ich habe mir das auch schon mal überlegt. Also die Kritiken am Film sind ja da, also am Trailer. Es gibt entweder die Menschen, die halt sagen, der Trailer ist richtig gut, oder halt Leute, die keine Ahnung haben. Und also es Ja. ist ja kontrovers, aber es gibt entweder es ist extrem geil oder extrem schlecht. Es gibt so keinen Mittelpunkt. Ja, bis jetzt Was gibt es wäre, nur Schwarz oder Weiß, ne? genau, was wäre aber, wenn der Film jetzt wirklich floppen würde? Und zwar nicht wie Jurassic World Dominion, der ist ja auf objektiv kritischer Seite ein Flop gewesen, aber ist halt finanziell krass erfolgreich. Was, wenn jetzt aber dieser Film hier wirklich auch finanziell nicht das erbringt, was die sich erhoffen? Könnte das schon dafür sorgen, dass das Monsterverse einstürzt? Ganz ehrlich, ich würde es fast vermuten. Also Toho steckt ja immer noch so ein bisschen dahinter, glaube ich. Ich denke, auch finanziell werden die ein bisschen was pushen, aber die letzten Filme waren jetzt nicht sonderlich erfolgreich. Ne, man darf ja nicht vergessen, dass Godzilla vs. Kong auch gerade so im grünen Bereich gelandet ist. Ne? Ist ja nicht Der so, hat dass ja er aber auch jetzt. von der Pandemie profitiert. Das stimmt. Und man kann nicht sagen, dass er jetzt wahnsinnig erfolgreich war, ne? Aber warum gehen Sie jetzt diesen riskanten Schritt? Ich meine, mich freut's. Ich finde ja, was ich an Marvel immer so kritisiere, weil es auch immer heißt, oh, du hetzt immer über Marvel her und jetzt findest du den Film aber ganz interessant. Marvel ist halt immer dasselbe. Marvel macht nie was anderes. Seit Phase 2 hat Marvel immer denselben Aufbau, denselben Hauptteil, dasselbe Ende. Und Godzilla macht jetzt halt mal was komplett anderes. Die gehen jetzt anscheinend mehr in diese schon fast Comic-Richtung, aber sie machen was Kreatives. Sie brechen einfach mal aus. Das ist einfach auch Godzilla, Mann. Überleg dir mal, wie früher Godzilla war bei Toho. Da ist der mit einem Roundhouse-Kick auf seinem eigenen Schwanz gesurft. Das hat auch keinen gejuckt. Aber warum gehen die jetzt diesen Schritt und machen jetzt dieses Risiko? Weil das Monsterverse wird jetzt hiermit wahrscheinlich erstmal so richtig eingeläutet. Ich schätze mal, da wird hier auch ein Post-Credit-Scene nochmal geben. Hier wird jetzt irgendwas aufgebaut werden. Wäre es dann nicht schlau, da langsam anzufangen und das noch nicht so zu bringen? Eigentlich ja. Generell verstehe ich auch nicht, warum die jetzt so krass auf diese lächerliche Schiene fast schon gehen. Aber vielleicht denkt man sich, hey, bei Marvel funktioniert es ja gerade auch so ungefähr, wobei eigentlich ja nicht, aber Hat dass die lange halt funktioniert. versuchen, ja, dass die halt jetzt versuchen, mehr Witz da reinzubringen, weil Action-Komödien funktionieren gerade ganz gut oder so. I don't know, vielleicht war es dem Publikum auch zu ernst bis jetzt, bis Godzilla vs. Kong. Ich habe keine Ahnung. Aber das Publikum, da musst du auch ganz ehrlich sagen, die Leute sind halt immer unzufrieden. Die haben jetzt 4 Filme lang mit Kong eingeschlossen, haben die Leute 4 Filme lang darüber gejammert, dass die Menschen zu sehr im Mittelgrund standen. 4 Filme. Jetzt kommt ein Film, der ja scheinbar sehr auf die Kaiju setzt. Und jetzt ist die Kritik, da ist zu viel CGI drin. Was willst du denn machen? Willst du jetzt von Kaijus echte Animatronics bauen? Seid Ja, ihr klar. bescheuert? So, ich finde die Kritik, manchmal bin ich da echt, das sag sogar ich kritisiere ständig irgendwie Zeug wie Marvel oder Jurassic World Dominion. Aber sogar ich denke mir halt, ich finde es interessant, mal zu gucken, was die sich dabei jetzt denken. Ich finde das interessant. So, vielleicht bin ich da auch nicht tief genug in der Godzilla-Materie drin. Du da ja schon eher. So, was denkst du denn so generell darüber? Das Ding ist, Godzilla hat ja auch eine lange Phase, wo halt alles sehr goofy und komisch war. Ne? Gerade dort ist es ja angesprochen, dieser Dropkick auf surfend auf seinem Schwanz, das war natürlich auch alles ziemlich Quatsch. Und diese Ära war ja auch irgendwann vorbei. Die Frage ist, ist jetzt wieder Zeit für so eine Ära oder ist das schon fast verspätet und die Menschen sehen sich eher so nach was Ernsterem? Weißt du, und das könnte jetzt volle Pulle daneben gehen. Schwierig. So habe ich es noch gar nicht gesehen, dass die Zeit einfach falsch ist. Weil ich dachte mir auch, Godzilla hat ja extreme Goofy-Filme gehabt. Die mögen jetzt auch nicht bei jedem gut ankommen, aber die sind ja generell akzeptiert und man lacht da auch drüber.
Und hier wird sich jetzt ja wirklich drüber aufgeregt, über diesen Film. Da gibt es ja wirklich richtige Aufregungen, dass das jetzt so ist. Sei es Kong mit dem Arm, wo noch keiner weiß, wo der Arm überhaupt herkommt. Vielleicht macht es ja auch Sinn. Sei es Godzilla jetzt mit diesem pinken Look. Das ist ja total die Kontroverse aktuell. Und ich dachte mir halt, das ist wie wenn du bei Dragon Ball was kritisierst. Keine Ahnung, dass da jetzt, ich meine, das habe ich auch schon gemacht, aber dass da jetzt der nächst mächtige Gott irgendwie auftaucht oder so. Ich finde das auch irgendwie lächerlich, weil es immer größer, immer krasser wird. Aber es ist halt doch einfach Dragon Ball, also scheiß doch einfach drauf. Und bei Godzilla ist doch eigentlich dasselbe, scheiß doch einfach drauf. Wenn der jetzt Flügel bekommt. Ja. Das Ding ist, so wie sie es bis jetzt aufgebaut haben, macht es eigentlich keinen Sinn. Weil wenn du mal überlegst, die ersten drei Filme waren schon relativ geerdet noch im Vergleich zu dem, was wir jetzt mit Godzilla vs. Kong bekommen haben. Wobei da haben sie es auch noch so ein bisschen drin gehabt. Und jetzt gehen sie halt auf voll goofy, ne? Also das ist ja komplett Schwachsinn, was jetzt im Trailer eigentlich ist. Du hast ja teilweise dann noch so ein bisschen ernsthafte Sachen mit drin, wie mit King Louis, der dann mal ein bisschen böse in die Kamera guckt oder so. Aber ansonsten ist das ja komplett goofy. Du hast einen Mini-Kong, der irgendwie lustig darum halb hampelt. Das erinnert schon wieder an hier Son of Godzilla. Dann hast du aber auch King Louis, der lustig in der Kamera guckt mit seiner Knochenpeitsche, was auch quatschig ist. Ja. Und dann Ich halt sag die halt, beiden in die Kamera rennen. das ist halt ein Riesenaufbau für irgendwas. Auch dieser kleine King Louis, das wird einfach später der Son of Kong werden, der vielleicht adoptiert Ja. wird oder so. Das ist immer ein Aufbau schon, das meine ich halt. Die bauen ja jetzt mit dem Film, bauen die das Monsterverse erst wirklich auf. Und sie gehen da jetzt aber auch so einen Schritt, wo ich das Gefühl habe, die planen damit irgendwas. Und ich habe mir auch schon mal gedacht gehabt, weil du hast mal erwähnt oder du hast mal so die Theorie geäußert, dass Toho möglicherweise die Rechte an Godzilla immer noch so stark hat, dass Legendary, je länger Godzilla auf der Leinwand zu sehen ist, von Legendary selber, umso mehr Geld müssen die auch für die Lizenz bezahlen. So, und der wird ja wohl aus dem Film ja auch wieder lange Zeit rausgeschrieben werden, Godzilla. Der ist ja wohl nicht die ganze Zeit mit am Start. So sagt man zumindest laut zu Testscreenings. Und ich habe mir auch schon gedacht, was ist denn, wenn sie die Geschichte komplett umschreiben und Godzilla zu Space Godzilla werden lassen, damit die einen Grund haben, den abhauen zu lassen, dass der weg ist, erstmal. Dass er ins Weltall fliegt Ja, erstmal irgendwie und sowas, keine Ahnung, so wie Optimus Prime in Transformers 4. ja. Meine Schöpfer, ich werde euch suchen. Ja. Wenn ich euch gefunden habe, dann drehe ich euch eine Schraube locker. Nee, ja, weiß ich nicht. Also, wenn den Godzilla zu teuer wird, dann sollen sie ihn doch bitte einfach rausschreiben. Weil das, was sie momentan machen, ist einfach quatschig. Das ist halt schon sehr respektlos, Godzilla gegenüber zu sagen, ey, wir haben hier einen Godzilla versus Kong oder Cross Kong. Und dann ist es aber eigentlich ein King Kong-Film. So, nur mit Godzilla drin, so ein bisschen. Das ist Das halt wird ja noch Quatsch. besser. Ich weiß jetzt, wie man den Film ausspricht. Jetzt kommt's. Das X ist stumm. Ach so, wie bei Django. Godzilla, Die fangen schon bei Kong. dem Namen an, dich zu verarschen. Es ist einfach nur Godzilla Kong anscheinend. Das ist ja Quatsch. Also, gut, der Name ist schon echt uneinfallsreich. Das ist wie wenn du einfach Jurassic Park nennen würdest, Alan Ellie Ian. Ey, das ist genauso wie damals bei Batman wie Superman. Der hieß ja vorher noch Batman vs. Superman. Da haben sie gesagt, nein, nein, das soll kein Versus sein. Und dann auf einmal Batman wie Superman. Was ge eigentlich genau dasselbe war, wusste jeder, aber trotzdem sah es halt anders aus. Und das war's. So, Ja, der Film hätte kompletter einfach nur Quatsch. Dawn of Justice heißen sollen. Ja. Aber die Namen mussten ja mit. Das ist auch hier genau dasselbe. Wenn der Film einfach nur heißen würde Rise of an Empire, würde halt keine Sau wissen, dass Godzilla und Kong in dem Film drin vorkommt. Und da die beiden ja Leute ins Kino ziehen, muss der Name irgendwie drauf. Egal Ja, wie. das ist halt wie bei YouTube, wie beim Titel, einfach Hashtag Godzilla, Hashtag Kong, a New Empire. Ja. Mehr ist es nicht. Ja, das stimmt. Was ein Quatsch. Nee, weiß ich Also nicht. du Also bist halt hart unterwältigt, ne? Du erwartest da auch nicht so viel von, glaube ich. das Ding ist, wenn Alan Wingard da wieder dran ist und der hat ja alles eingerissen, was die anderen Filme gemacht haben, der wird da auch nicht mehr weiter drauf eingehen. Der wird halt jetzt sein eigenes Ding machen. Und nach dem ersten Trailer, so wie es aussieht, wird das ziemlich bescheuert werden. Also hart bescheuert und weiß ich nicht. Das kann halt lustig werden, je nachdem. Oder halt auch voll nach hinten losgehen, wenn er versucht, beides zu machen. Ne? Ja, Also dem goofy Wingard ist und ja der Colin ernsthaft. Trevorrow des Godzilla Monsterverse, ne? Ja, anscheinend schon, ne? Ja, und du musst dir bald überlegen, was so interessant auch für mich dabei ist.
Das Godzilla vs. Kong ist für mich so eine Art von Jurassic World Dominion, das Monsterverse. Nicht ganz so krass, aber auch schon so lieblos hingerotzt irgendwie. Und jetzt sehen wir, wie das weitergehen kann. Ich glaube, ich kann hier auch schon so erste Prognosen machen, in welche Richtung ein Colin Trevorrow, wenn der das noch weitermachen sollte, was ja anscheinend aber nicht der Fall ist, in welche Richtung sowas jetzt gehen könnte. Es ist halt echt schwierig. Also ich freue mich auf der einen Seite voll drauf, dass das jetzt irgendwie mal so ein bisschen austickt und das Ganze mal so ein bisschen auf ein neues Level hebt. Aber ich denke mir auch, was setzt denn das für ein Zeichen, wenn das jetzt zum Beispiel der erfolgreichste des gesamten Monsterverse wird, aufgrund von Marketing oder was auch immer. Das wäre ein fieses Zeichen. Ich habe einen ganz guten Vergleich für dich, glaube ich. Die ersten drei Monsterverse-Filme, also Godzilla 2014, King of Monsters und Kong, waren Pacific Rim. Godzilla vs. Kong und Godzilla Cross Kong ist Pacific Rim 2. Das X Denk ist mal drüber nach. Spur. Ja, Verzeihung. ey. Godzilla Kong. Ja, ey, keine Ahnung, Ne? Mann. Wenn du so drüber nachdenkst, das ist jetzt alles so mega durchstilisiert, die sind jetzt alle Sci-Fi, alles mit Neonlichtern getränkt, bis zum geht nicht mehr. Weißt du, da wo sie bei J.J. Abrams sagen, ah, jetzt hau doch mal ein paar weniger Lensflares rein. Also ich glaube nicht, dass Adam Wingard irgendjemand gesagt hat, hau mal ein bisschen weniger Neonfarben rein. Der dachte sich eher so, ich drehe das Ganze auf 12. Ja, So. ja, ja. Also weiß ich Ja, nicht. es kommt halt aber, ich merke es aber tatsächlich auch, das ist wirklich so. Ich merke es auch bei den Thumbnails, dass diese Videos extrem krass geklickt werden. Auf jeden Fall natürlich auch ein aktuelles Thema und alles drum und dran. Ich habe mir da aber auch mal so ein bisschen mich da so reingelesen, was Thumbnails angeht und so ein Kram. Und Farben sind da halt auch so wichtig, kräftige Farben, Farben, die auffallen. Und du musst, wenn du Thumbnails machst zu diesem, zu irgendeinem Thema, zu Godzilla Kong, musst du dir nichts einfallen lassen, weil diese krassen Kontraste automatisch mit da drin sind. Also rein vom Marketing ist es schon clever. Wenn es halt nur Marketing ist, wäre es halt echt schade. Ohne Scheiß, ich habe mir auch, ich habe auch gesehen, bei fast allen Reactions, welches Bild wird genommen? Das Pink Godzilla schreit. Richtig. Ich wollte das erst als Desktop-Hintergrund sogar nehmen. Ich fände, das finde ich schon ein geiles Bild, Mann. Ich schwör's dir. Ich habe auch nichts. Vor allen Dingen ist das nicht mal pink, glaube ich tatsächlich. Ich glaube, das soll tatsächlich eine Reminiszenz an den 2000er Godzilla sein. Der hatte ja auch so lila Fin hinten auf dem Rücken. Und ich glaube eher, dass so eine Anspielung an den sein. Zwar eine sehr schlechte, weil es wieder Neon ist, aber es ist, ich denke, es ist eine Anspielung. Dadurch, dass es halt so knallig ist, sieht es halt aus wie Pink. Ja, es ist Weißt du, und halt eigentlich soll es. die moderne Variante oder so. Und der heißt ja auch Ja. wirklich Godzilla Evolved oder Evolved Godzilla heißt es vier. Ja, das finde ich auch irgendwie komisch, dass er jetzt wahrscheinlich dann in einem Film in so einer Bubble rumhängt in der Antarktis, wo kein Mensch hinkommt. Und dann kurz vor Ende kommt er raus wahrscheinlich und macht dann Ramazamba. Weiß ich nicht. Ich lasse mich auf jeden Fall drauf ein. Wie gesagt, also. Ich gehe da wirklich rein und erwarte halt einen Film, der mich so unterhält, wie mich ein Transformers-Film unterhält. Und wenn ich dann wirklich unterwältigt rauskomme, dann ist der Film halt auch für mich gestorben, mehr oder weniger. Ja, dann wird er auseinandergerissen wie Dominion. Ja, nee, Dominion habe ich so. Dominion gucke ich ab und zu auch nochmal neu und versuche den Film nochmal zu mögen. Aber das geht halt nicht. Sobald Ellie Sattler auftaucht, hat wieder dieselben Klamotten an wie 93, denke ich mir, der leckt mich doch am Arsch. Ja, das Schlimme ist immer, wenn du den siehst, dann schmeißt du die Fernbedienung in den Fernseher. Deswegen musst du jetzt in letzter Zeit schon fünf neue Fernseher kaufen. Richtig, ich habe ein Fernsehabo. Vielleicht solltest du auf Leinwand umsteigen, da ist es nicht ganz so schlimm. Das ist eine gute Idee. Nein, da gibt es ja keine Ausraster. Nein. Statt dieses Pink wäre so eine dunkleres Lila cooler gewesen. Ja, das hast du ja gerade auch gesagt, lieber Pandaman. So das Godzilla Millennium Design halt. Und ich musste da auch direkt dran denken. Nur die haben es halt übertrieben zum Teil. Und er sieht jetzt aus wie ein Rancor von Star Wars, wenn er rennt. Das ist auch Ja. neu. Ey, aber So. die haben auch gar kein Gewicht mehr. Die sind einfach nur noch CGI-Luftfiguren, die durch die Gegend tanzen. Das waren sie auch Das schon in hört auf. Godzilla vs. Kong. Ja. Lustig, hast du wir waren zusammen im Kino gewesen, in Godzilla Minus One. Und da gibt es ja eine Szene, ist jetzt kein großer Spoiler, die gibt es auch im Trailer, die Szene, wo Godzilla aus dem Wasser kommt und quasi sich an so einem Schiff festhängt. So, und dann passiert ja was mit dem Schiff, was logisch ist bei dem Gewicht. Hast du dir da nicht auch gedacht, bei Godzilla vs. Kong war das ja
jetzt erst recht Schwachsinn. Das fällt mir jetzt gerade erst so richtig krass auf, wie dumm das eigentlich war, dass die auch mit Schiffen kämpfen konnten. Ja, klar. Naja. Man muss dazu auch sagen, die hatten ja richtige, ne, wie heißen die Dinger? Schiffe. Flugzeugträger. Ja. Schiffe. So eine Nussschale. So One Piece, die Flying Lamp. Da Ja. kämpfen die jetzt auf einem Fuß. Das waren ja so richtige Flugzeugträger. Keine Ahnung, wie viel die aushalten. Ob man da mit dem Gewicht irgendwie da drauf kann. Theoretisch. I don't know, aber. Ja, da habe ich noch nie was gegen. Das ist ja genauso wie dieser Schwachsinn bei Pacific Rim, dass fünf Helikopter so einen fetten Mech tragen können. Das ist ja genauso schwachsinnig, aber Ja, gut. man nimmt es hin. Das ist okay. Aber dann will ich bitte auch was dafür kriegen, dass ich diesen Schwachsinn hinnehme. Dann will ich halt auch geile Action kriegen, die dann daraus resultiert. Oder die, ne, das so ein bisschen kaschiert und nicht, ja, wir haben halt nur Schwachsinn drin. Die Action ist auch nicht wirklich gut und bitteschön, alles Quatsch. Und das hatte halt Godzilla vs. Kong einfach zu viel. Meinst du, Godzilla Kong könnte besser werden? Ich sag trotzdem jetzt Ex-Kong oder Cross-Kong. Ja, Godzilla es wird zu Cross Kong cool. wird besser als Godzilla versus Kong. Echt? Nee, meinst du? Meinst du, die Ach so. bleiben auch bei den Titeln weiter so kreativ und nennen den nächsten Film einfach nur Kongzilla und ändern einfach nur die Namen? Willkommen bei Kongzilla. Ich glaube, Stand jetzt, ohne den Film gesehen zu haben, wirklich nur den Trailer, das wird ganz großer Quatsch und dann wird, glaube ich, noch mal schlimmer als Godzilla vs. Kong, weil Adam Wingard jetzt richtig frei drehen kann, weil er ja jetzt den erfolgreichsten Monsterverse-Film rausgehauen hat und ich glaube, dafür hat er auch was bekommen dann. Das heißt, der wird machen, was er will. Wenn er am Ball bleibt. Ich meine, guck dir einen Colin Trevorrow an. Die Jurassic World-Reihe ist erfolgreicher finanziell als Jurassic Park gewesen, 1, 2 und 3. Trotzdem geht Ja. Adam Wingard jetzt. Und wer ist der andere? Der Colin Trevorrow, der andere, der nichts kann, geht jetzt ja von dem Franchise und sagt halt, ich habe da keine Lust mehr drauf, weil nach Teil 1 hätte es nie Fortsetzungen geben sollen. Ach was. Ja, Alter, warum dann machst machst du du noch da eine drei Filme danach. Fortsetzung? Ja. Ja, gut, aber das ist auch nicht so schwer, erfolgreicher zu sein als die ersten drei Jurassic Park-Filme. Guck mal, wann die rausgekommen sind. Aber trotzdem, die gucken ja schon auf die Zahlen auch. Und die Zahlen, ich glaube, Dominion war sogar der erfolgreichste von allen sechs finanziell. Von Kritikern, objektiv gesehen, war es auf jeden Fall mitunter der schlechteste mit Jurassic Park 3, aber finanziell war das der erfolgreichste. Merkst du was? Ja, Immer wenn Dominion die 3. sagen, der Film ist scheiße, rennen alle rein anscheinend. Ey, das ist immer so ein Ding. Jetzt erst recht, so dieses Trotzige dagegen dann. Ja. Mal gucken, was sie daraus machen aus Godzilla Cross Kong. Ey, es ist halt jetzt der Start von MonsterVerse im Endeffekt. Die anderen Teile gehören ja noch mit dazu. Aber das ist quasi wie Iron Man 1 ist jetzt. Iron Man als einzelner Film gehört ja auch mit zum MCU. Aber so richtig gestartet haben sie erst dieses ganze Projekt eigentlich mit Captain America damals. Das war ja so der Film, der wirklich dann auch, wo sie auch geplant haben auf mehrere Etappen dann. Ja, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass sie einen großen Plan haben im Monsterverse. Ich glaube, die hangeln sich jetzt von Film zu Film einfach. Ey, wenn Adam Wingard da jetzt rum Colin Trevorrow, dann wird das aber böse in die Hose gehen. Das wird passieren. Da kannst du dich drauf einstellen. Der wird noch richtig wahnsinnig werden. Die haben das Potenzial, einfach ein Universum aufzubauen, wo man sogar irgendwann echt diesen extrem quatschigen Crossover bringen könnte mit Pacific Rim trifft irgendwie auf diese Kaijus. Man nimmt dann eben Teil 2 aus der Gleichung raus. Der Uprising gibt es dann eben einfach nicht mehr. Das könnte man einfach machen. Das Warum nicht? geht. Leute wollen das auch sehen. Das sind Kaijus. Das wäre so das Avengers-Crossover. Das könnten sie machen. Wenn sie halt jetzt nicht so viel Bullshit da reinhauen. Ich freue mich trotzdem drauf. Weiß ich nicht. Also, ich glaube immer noch, das war Zufall, dass er so viel eingespielt hat. Das lag halt einfach an der Pandemie, dass sie einfach alle Bock hatten auf einen neuen großen Film und das war halt der erste, der rausgekommen ist. Ja, das Und stimmt. das war's. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich einer sagt, ey, qualitativ war das der beste von allen. Ich habe mal gelesen, dass Legendary nicht alle Rechte von Toho bekommen hat. Deshalb die neuen Kaiju bei Legendary und kein Space Godzilla. Ah, da, meinst du, dass sie das Design von Godzilla so krass verändern mussten aus rechtlichen Gründen?
Weil das dieses, dieser neue Vertrag ist doch erst jetzt. Davor war es doch noch so, dass das Monsterverse eigentlich machen konnte, was sie wollen. Und jetzt, wo Toho aber selber quasi mehr Filme produzieren will, haben die ja wohl irgendwie einen neuen Rechtevertrag. Ja, gut, das Design haben sie jetzt nicht so krass verändert, ne? Der ist jetzt einfach nur pink. So, das war's Und der jetzt. sieht aus wie ein Rancor. Ja, wenn er läuft. Das war aber auch ein richtig blöder Shot einfach von ihm. Also, keine Ahnung, wer das schon wieder zu verantworten hat. Aber da, wo er ja steht zum Beispiel und da in den Himmel schreit, was jeder gerade als Thumbnail hat, der sieht ja 1:1 so aus, als hätte kaum was verändert. Also die Finnen, die sind halt jetzt ein bisschen spitzer, wie beim 2000er Godzilla, das war es aber auch. Aber ich Letzte denke mir Frage an jetzt. dich. Hältst du es für möglich, dass wenn dieser Film jetzt hier finanziell genauso erfolgreich wird wie Jurassic World Dominion, dass dann am nächsten Film von MonsterVerse Colin Trevorrow und Adam Wingard zusammenarbeiten? Ich glaube, die verfolgen einen Plan, dass die World of Godzilla mit Jurassic World verbinden wollen und dann kämpft Godzilla gegen einen genveränderten T-Rex, der auf einmal 15 Mal so groß ist. Die Heuschrecken. Und die Heuschrecken, ja. Die Heuschrecken sind auch 15 Mal so groß dann. Dann kann Godzilla die zwar immer noch einfach so zerquetschen, aber die sind dann 15 Mal so groß. Okay, Das ist damit der beenden wir dieses Gespräch über Godzilla Cross Kong. Plan. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Mich gibt es erstmal beide Daumen nach oben. Ich bin jetzt motiviert in diesen Trailer reingegangen. Lass mir jetzt nicht von euch sagen, dass ich diesen Trailer nicht zu mögen habe. Tobi, ich glaube, du redest dir das nur schön. Du wünschst dir, dass das Monsterverse so wird, wie du es haben willst, aber ich Ich trinke befürchte. das gerade schön. Das ist auch kein Tee, den ich hier gerade trinke. Das ist purer Rum. Ja, ich glaube auch, deswegen wirst du langsam wahnsinnig, aber das ist okay.